Hallöchen, hier ist wieder euer Rock und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft, genau. So, und du siehst schon, ich habe ein bisschen geflunkert. Es kommt doch noch die Woche ein Video, und zwar ein kleines Fahrzeugtutorial. Und heute machen wir uns daran, einen LKW zu bauen, denn ich finde einfach mal, in Minecraft gehört auch einfach ja der Lieferverkehr dazu. Und von daher bauen wir heute einen LKW. So, ich würde sagen, ja, zum Losbauen brauchen wir wie immer Blockmaterial. Wir holen uns das Ganze hier aus der Kiste raus, schön sortiert. Hier holen wir uns erstmal die erste Reihe raus. So. Und dann geht's los, ganz einfach, holen wir uns schwarzen Beton erstmal raus, denn Steinstufen, Steinknöpfe, türkiser Zement brauchen wir, hellgrauer Beton, denn einen Ofen, denn Leitern brauchen wir noch am besten noch, denn einfach steinzige Treppe und dann nochmal Holzknöpfe. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial haben, geht's los erstmal mit schwarzem Beton. Da platzieren wir erstmal einen Block, denn einfach gegenüber von zwei Blöcken platzieren wir noch einen. Dann gehen wir einfach mal hinten weg und zwar lassen wir dann einfach 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz, setzen noch einen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So, jetzt nehmen wir Steinstufen und sage ich mal, verbinden wir das Ganze hier miteinander und ziehen das Ganze einmal bis nach vorne weg. So, noch einmal hier so rüber, zack, und dann einfach hier einfach unser Rechteck ziehen. Bis wir wieder hinten angekommen sind, dann füllen wir das einfach mal hier in der Mitte schnell aus. So, wenn wir das geschafft haben, platzieren wir einmal auf der Vorderfront noch eine weitere Reihe und auf der Rückseite platzieren wir zwei weitere Reihen. Wenn wir dann soweit sind, nehmen wir jetzt erstmal unseren türkisen Zement und ziehen einfach mal eine komplette Schicht von vorne bis nach hinten. Hinten brauchen wir das Ganze nicht verbinden, da lassen wir das Ganze einfach mal offen. Super, wenn wir soweit sind, nehmen wir jetzt erstmal, würde ich mal sagen, unseren hellgrauen Beton. Genau, wir lassen einfach vorne drei Blöcke Platz, danach platzieren wir hinten erstmal das erstmal bis dahin. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von 3 insgesamt. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Einfach hinten anfangen, das ziehen wir nach vorne, achten darauf, dass wir vorne drei Blöcke Platz haben und dann ziehen wir das Ganze auf 3 hoch. So, hier vorne, das können wir das Ganze einmal zumachen. So, hier dieses vierer Loch können wir auch einmal zumachen mit einfach hellgrauem Beton. Jetzt fliegen wir nach innen, nehmen unseren schwarzen Beton und ziehen einfach, wir lassen die erste Reihe hier so, wie sie ist, und mit der zweiten setzen wir einfach schwarzen Beton bis ganz nach oben. Naja, nicht richtig bis nach oben, einfach so, dass wir, ja, dreimal insgesamt. So, das hier offene ziehen wir einfach mal zu mit unseren ja, Beton hier. Machen wir mal zu. Super. So, wenn wir dann soweit sind, nehmen wir jetzt einfach mal so einen Ofen. Den schlagen wir vorne einmal rein und wir bauen jetzt hier einfach mal so einen Kühlergrill noch mit den Leitern. Und fertig sind wir auch hier. So, jetzt geht's weiter mit den Steinziegeltreppe. Wir hatten ja vorne, sag ich mal, die drei Blöcke in Ruhe gelassen. Beim vierten, den schlagen wir weg, tauschen den ganz einfach mal aus durch ein, ja, durch eine umgedrehte Ziegeltreppe. Auf der anderen Seite noch das gleiche Spiel. So. Wenn wir dann soweit sind, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Holzknöpfe. Die platzieren wir einmal vorne für die Lichter und hinten auch nochmal. Das wären dann natürlich die Rücklichter. So, wenn wir soweit sind, nehmen wir nochmal schnell die Steinknöpfe raus. Die platzieren wir einfach mal an unseren Reifen, damit wir auch eine Felge haben. So, auf jeder Seite. Und danach können wir schon mal dieses Blockmaterial wegtun. Na, wie lösche ich das? So, jetzt gehen wir erstmal wieder an unsere Kiste ran und holen unser letztes Blockmaterial noch raus für unseren LKW. So, holen wir uns mal hier geschwind raus und danach geht's los, ganz einfach mal gesagt, mit Bruchsteinblock, davon die Treppe und Stufe, also das ganze Material davon. Dann holen wir uns auch Glas raus, verwende immer dein Lieblingsglas, gefolgt dennoch von diesem Teppich, dennoch Stolperdrahthaken brauchen wir noch, denn eine Eisentür, Eisenfalltür und einen Hebel. Wenn wir dann das ganze Blockmaterial haben, geht's los und zwar erstmal mit, würde ich mal sagen, der Bruchsteintreppe. Die platzieren wir jetzt vorne erstmal gleich hinten. Dann machen wir, würde ich mal sagen, eine normale, einfach so hin. Danach nehmen wir die Bruchsteinblöcke, darauf setzen wir jetzt erstmal eine Schicht, dann nochmal eine weiter nach vorne setzen. Davor dann einfach nochmal die Treppen. Und ganz oben drauf platzieren wir jetzt nochmal eine Stufenschicht, aber nur auf den Blöcken. So, jetzt kommen wir bei unserem Glas an, das platzieren wir hier vorne auf dieser vier Ecke. Und wenn wir das haben, kommen wir jetzt zum Teppich. Den setzen wir einfach mal hier einfach vorne einmal rauf, verdecken das Ganze, damit halt unsere Öfen halt auch von oben schön abgedeckt sind. Da siehst du schon hier bei unserem anderen, ich sag mal, das ändert sich immer, ne? Also ich sag mal, du kannst auch hier diese türkisen Beton auch mal austauschen, deine Lieblingsfarbe. Aber dann solltest du darauf achten, dass du vielleicht den Teppich auch in der gleichen Farbe machst, wie halt der Beton ist. So, jetzt nehmen wir einfach mal die Stolperdrahthaken. Die platzieren wir mal hier so ein bisschen dahinter. Das sind natürlich die Türgriffe zum LKW, dass man da auch einsteigen kann. Und schon kommen wir bei unseren Eisenfalltüren an. So, wir machen hinten natürlich jetzt hier noch so,
ja, eine Tür, ne, von unserem LKW hier hinten noch. Ja, machen einfach zwei Eisenfalltüren hin. Zwei Eisentüren an sich hin. Und die Falltüren, die platzieren wir oben. Da müssen wir erstmal ein paar Blöcke hier wegschlagen. So. Dann müssen wir uns hinsneaken dafür und platzieren die einfach mal hier oben so drauf. Dann nehmen wir uns den Hebel. Wir hatten ja, sag ich mal, hier diese Wand gezogen mit schwarzem Beton und können hier einfach mal hinten zwei Hebel ansetzen, damit sich die Eisenfalltüren aufstellen. Und schon haben wir das hier, ja, eine schöne Dreiertür von der Höhe. Und dann können wir hier oben einfach nochmal das Ganze zuziehen mit unserem Beton. Super, und fertig sind wir mit dem LKW, leicht und simpel gebaut, und schon kannst du dein eigenes kleines Unternehmen bauen und deine Waren ausliefern. So, dann sind wir heute auch wieder fertig hier mit diesem kleinen Fahrzeugtutorial. Ich hoffe, ja, du kannst jetzt auch ein bisschen was ausliefern, und dann sehen wir uns einfach mal zur nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen, und dann sage ich einfach nur eins, ich stelle mich safe hier hin, und dann sage ich nur noch Tschüss.